Wie entwickelt sich Mattis Tell? Diese Frage stellen wir uns heute in diesem neuen Entwicklungsprognosen-Video, Freunde. Herzlich willkommen zurück an dieser Stelle. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, ich habe mir gedacht, wir stellen heute mal den Mattis Tell hier vor. Natürlich kennen ihn schon mittlerweile alle bei Bayern aktuell wirklich auch richtig gut drauf. Ja, und ich wollte einfach hier mal schauen, wie so seine Entwicklung ist. Was die Prognose so sagt, da er ja hier noch frische oder junge 17 Jahre alt ist und eigentlich schon unglaubliche Werte hier hat. Ich habe ihn jetzt ein bisschen auch im FM schon verfolgt, sage ich mal. Bei der einen Karriere entwickelt er sich sehr gut, bei der anderen eher weniger. Ja, kommt immer darauf an, auch wo man ihn spielen lässt und so weiter und so fort und ihn einsetzt natürlich. Und ich bin jetzt gespannt, was die Prognose hier sagen wird und was vor allen Dingen für Fähigkeiten und Stärken hier nach 10 Jahren rauskommen. Wir schauen rein, bis gleich. Und da wären wir auch schon wieder. Also, die Entwicklungsprognose sagt, er bekommt insgesamt 11 Stärkepunkte dazu. Ich habe das Ganze jetzt mal auf der Stürmerposition gemacht. Ich glaube, wenn man das Spiel komplett neu startet, ist, glaube ich, seine Hauptposition links außen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir gehen jetzt mal die einzelnen Fähigkeiten durch und dann werden wir sehen, was hier passiert ist. Fangen wir an mit den Feldspielerfähigkeiten. Ballkontrolle von einer 80 auf eine 90. Dribbling 80 auf eine 90. Torriecher 73 auf eine 85. Schon ordentlich. Schusskraft 73 auf eine 85. Fernschüsse 69 auf eine 83. Volleys 74 auf eine 86. Also das ist alles so im 80er Bereich. Volleys 86 von 74. Flanken 62 auf 70. Ja, obwohl er da mehr im Sturmzentrum spielt, hat er sich trotzdem bei Flanken auch verbessert. Man kann ihn ja auch links außen ruhig einsetzen. Ich denke, da wird er sich genauso gut entwickeln, vielleicht noch ein bisschen besser. Wir können da gleich auch noch mal drauf schauen. Und im defensiven Bereich hat er sich auch ein bisschen verbessert, glaube ich. Also Passspiel auf jeden Fall, Kurzpass, Langpassspiel, beides eine 86, vorher 74 und 73. Kopfball vor allen Dingen, von der 75 auch eine 87. Und dann haben wir den defensiven Bereich, Zweikampf. Von einer 50 auf eine 59. Grätsche hat er sich auch gut verbessert. 59 auf eine 67. Manndeckung 45 auf eine 55. Aber ja, defensiv braucht er ja auch nicht so viel machen, ne? Sag ich mal. Er ist ja ein offensiver Mann, der vorne die Buhnen machen soll und nicht unbedingt hinten als Rechtsverteidiger, als Linksverteidiger agieren soll, ne? Genau. Ansonsten die Verfassung, Antrittsschnelligkeit ordentlich verbessert. 86 auf eine 95. Schnelligkeit 84 auf eine 93 und ansonsten sieht das auch alles ganz ordentlich aus hier. Sprungkraft 71 auf eine 84, Ausdauer, Balance, offensives Stellungsspiel hat er sich überall verbessert. Das ist auf jeden Fall schon richtig, richtig ordentlich. Offensives Stellungsspiel vor allen Dingen von 76 auf eine 87, sehr nice. Was haben wir noch? Die Übersicht 86, taktisches Verständnis 86, Elfmeter 81. Also die Entwicklung, muss ich sagen, sieht sehr, sehr gut aus. Ich denke, damit kann man auf jeden Fall arbeiten und es sagt ja auch niemand, dass mit 27 schon die komplette Entwicklung abgeschlossen ist. Deswegen kommt auch immer darauf an, wie man den Spieler einsetzt, wie viele Spiele er macht, ne? Und das kommt halt schon auch darauf an, ne? Aber ich denke, das ist so eine ganz ordentliche Entwicklung. Ja, wir können ja noch mal kurz drauf schauen, wie er sich auf der Linksaußenposition machen würde. So, und hier kann man sehen, er bekommt einen Stärkepunkt mehr als auf der Stürmerposition. Allerdings denke ich, da ist jetzt auch nicht mehr ganz so viel passiert im Gegensatz zum Sturmzentrum. Na, also ich denke, ihr könnt ihn ruhig auf beiden Positionen spielen lassen. Ich denke, er wird sich bei beiden Positionen gleichzeitig gut entwickeln. Und ich habe ihn, wie gesagt, auch schon auf eine 90 gesehen. Selber hatte ich ihn noch nicht auf einer 90, aber ich habe ihn schon auf einer 90 gesehen. Also da geht auf jeden Fall ordentlich was, ne? Man muss nur wissen, wie man ihn gut einsetzt. Und dann wird das hier ein richtig starker Stürmer, sage ich mal, ne? Ja, Freunde, so viel dazu. Mattis Tell, die Entwicklungsvideos, die gehen weiter jetzt, nach und nach. Schreibt gerne in die Kommentare, welchen Spieler ihr hier sehen wollt in der Entwicklungsprognose. Dann
werde ich mir das natürlich notieren. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Lasst einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Ich freue mich auf das nächste Mal. Lasst es euch gut gehen. Macht's gut.